Wir sehen hier tatsächlich gravierende Umwälzungen im Bereich der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft erforscht und gesteuert wird. Und vielleicht haben Sie diese Zeitungsnachricht gesehen. Man kann natürlich über amerikanische Präsidentschaftskandidaten denken, was man will, aber das wäre eine ganz andere Qualität, wenn ein Supercomputer letzten Endes ein Land regiert. Und dass diese Dinge gar nicht mehr so fern sind, das möchte ich gerne mit Ihnen hier diskutieren. Es ist so, dass wir vor kurzem noch zu wenig Daten hatten, um gute Entscheidungen zu treffen in vielen Bereichen. Und es war schwierig, die Daten zu bekommen, sehr aufwendig und teuer. Das hat sich geändert mit Big Data. Man kann jetzt in vielen Bereichen evidenzbasierte Entscheidungen treffen, in einem Maße, wie es nicht möglich war. Aber die Daten explodieren so stark, dass man sie gar nicht mehr alle prozessieren kann. In einem Jahr entstehen so viele Daten wie in allen Jahren zuvor in der Menschheitsgeschichte. Und das ist einfach unvorstellbar. Und während wir die Welt vernetzen, nimmt die Komplexität noch schneller zu als das Datenvolumen. Das hat schwerwiegende Implikationen. Aus meiner Sicht bedeutet das, dass die Welt immer weniger top-down steuerbar wird und dass man einen neuen Ansatz braucht, nämlich einen verteilten Ansatz. Getrieben durch all diese Daten und technologischen Möglichkeiten sehen wir im Moment eine gesellschaftliche Transformation von einer ähnlicher Größenordnung wie die industrielle Revolution, der Übergang von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft, auch von der Industrie zur Servicegesellschaft. Jetzt kommt der Übergang zur digitalen Gesellschaft und im Grunde genommen ändert sich alles. Ja, die Art und Weise, wie wir einkaufen gehen, wie wir produzieren, wie wir uns fortbewegen, wie wir Forschung betreiben, Ausbildung, das Gesundheitssystem, Politik, Ökonomie, das Finanzsystem und sogar der Krieg. Und im Grunde genommen sind alle Institutionen zur Disposition. Noch kriegt man das nicht so mit, aber wir werden sehen, daran wird gearbeitet. Die Roboter werden jetzt langsam lernfähig und flexibel. Und das bringt natürlich die Frage mit, wie viele Jobs gehen verloren. Viele Forscher und Experten sagen, das könnten 50% der heutigen Jobs sein, viele Routinejobs. Und die Frage, die viel weniger beantwortet ist, wie sehen eigentlich diese zukünftigen Jobs aus, die dann an die Stelle davon treten müssten? Das bestreut also vorübergehend zumindest eine große Arbeitslosigkeit. In einigen Ländern haben wir sie schon, gerade unter jungen Menschen, die eigentlich mit diesen neuen Technologien besonders versiert sein sollten, dadurch besonders gute Arbeitsmarktchancen haben sollten. Und das kann natürlich auch den sozialen Frieden durchaus bedrohen. Scheint auch in einigen Ländern schon der Fall zu sein. Es gibt eigentlich nur noch wenige Länder, im Wesentlichen die deutschsprachigen, die noch einigermaßen gute Wirtschaftsbedingungen haben, wo junge Menschen noch Jobs finden können. Aber das ist nicht nur eine Herausforderung für Arbeitnehmer, sondern auch für Unternehmer. Die Statistik sagt, 40% der heutigen Top 500 Unternehmen wird innerhalb der nächsten 10 Jahre verschwinden. Und digital Kommissar Günther Oettinger sagte, wir befinden uns in einem digitalen Überlebenskampf. Bis 2020 wird sich entscheiden, wer überlebt und wer nicht. Und ich glaube, Europa selber ist tatsächlich in großer Gefahr. Wir haben die Antwort noch nicht gefunden. Und wenn man sich nun die Geschichte anschaut bezüglich dieser Transformationsprozesse, dann findet man, dass die eigentlich immer einhergehen mit Finanz- und Wirtschaftskrisen. Und leider auch mit Revolutionen und Kriegen. Und das ist es natürlich, was zu verhindern ist. Die Frage ist, wie? Und was steht uns bevor? Unsere Gesellschaft steht an einem Scheideweg. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Und das ist eben eine Möglichkeit der datengetriebenen Gesellschaft, der Faschismus 2.0. Leider nicht absurd. In manchen Ländern scheint es auf dem Weg zu sein. Der Kommunismus 2.0, der wohlwollende Diktator und schließlich auch der Feudalismus 2.0. Und all diese Entwicklungen sieht man in diversen Ländern. Das ist also nichts Theoretisches, sondern man muss sich damit unbedingt
dringend auseinandersetzen und Antworten darauf finden. Ich glaube, keine dieser Gesellschaftsformen ist in der Lage, unsere Zukunftsherausforderungen zu bewältigen. Und die Frage, die sich stellen, ist, ist die Privatheit tot, ist die Soziologie tot und ist die Demokratie tot? Ja, wenn wir uns anschauen, was an Daten über uns gesammelt werden, dann fängt das beim Shopping an. Und zwar nicht nur im Internet, sondern auch, wenn wir im Kaufhaus einkaufen, wenn wir uns bewegen, fallen Daten an unser Handy, zeichnet das auf. Wenn wir uns sozial vernetzen und egal, ob Sie Facebook benutzen oder nicht, schon alleine, dass Sie jetzt hier alle mit Ihrem Handy in einem Raum sitzen, sagt bestimmten Institutionen etwas darüber aus, dass Sie irgendeine soziale Verbindung miteinander haben. Dropbox, dort, wo Ihre Files ausgetauscht werden, die Cloud, wo sie aufbewahrt werden, Gmail, falls Sie es benutzen, oder auch viele andere Mail-Services, geht durch Ihre Nachrichten durch, algorithmisch, das ist kein Mensch natürlich, der das macht, wird nach bestimmten Stichworten durchsucht und das bewirkt bestimmte Aktionen. Amazon zeichnet auf, wie lange Sie auf einer Seite verbringen, was Sie markieren. Und Google weiß natürlich, was Sie interessiert, über was Sie nachdenken. Apple kann aufzeichnen, was Sie sagen. Jedes Smartphone kann das natürlich. YouTube schaut, was sich viele Leute anschauen. Die Google Glass könnte im Grunde genommen zeigen, was Sie sehen. Und wenn Sie eine Spielekonsole im Wohnzimmer haben, dann beobachtet die, was bei Ihnen zu Hause passiert. Ja? Und letzten Endes sind wir dabei, auch unsere Fingerabdrücke abzuliefern. Wenn Sie ein iPhone benutzen, haben Sie vielleicht schon diesen Fingerabdruckscanner. Und natürlich werden auch biologische Daten über uns zunehmend gesammelt, genetische Informationen. Eigentlich alles, was man sich so ausdenken kann. Ja? Kein Bereich des Lebens bleibt verschont. Ja? Also die Frage ist, ist die Privatsphäre tot? Ich glaube, diese Frage ist berechtigt. Die nächste Frage ist, die Demokratie tot? Es gibt aus dem Silicon Valley Zitate wie dieses. Wir befinden uns in einem tödlichen Wettlauf zwischen Politik und Technologie. Und leider Gottes ist das wahr. Es geht in gewisser Weise um Leben und Tod der Politik oder des politischen Systems. Und es werden von prominenten Leuten wie Tony Blair Fragen gestellt, wie ist die Demokratie tot? Und dann findet man ähnliche Artikel von anderen Leuten, ist die Demokratie ein Auslaufmodell? Hier wird sie schon abgesungen und auch anderswo findet man entsprechende Artikel. Nun, lange Zeit habe ich das nicht ernst genommen und dachte mir, lass sie doch reden und so weiter. Das hat ja überhaupt nichts mit uns zu tun, gibt immer irgendwelche Spinner und war dann sehr erfreut in Amerika dieses National Center for the Preservation of Democracy zu finden, bis ich dann sah, dass es geschlossen ist und möglicherweise hat es etwas zu bedeuten. Aus dem Silicon Valley findet man auch Zitate wie dieses. Die Demokratie ist eine veraltete Technologie. Sie hat Reichtum, Gesundheit und Glück für Milliarden Menschen auf der ganzen Welt gebracht. Aber jetzt wollen wir etwas Neues ausprobieren. Punkt. Ja. Und es passiert. Ja. Die Türkei kann man schwerlich noch als Musterbeispiel einer Demokratie bezeichnen. Das gleiche gilt für Polen und für Frankreich ebenso und man sieht leider ähnliche Entwicklungen in anderen Ländern. Ich glaube, kein demokratisches Land ist derzeit gefeit, auch angesichts der terroristischen Bedrohung. Das wird aber zum Teil auch als Argument verwendet, um den Demokratieaufbau zu rechtfertigen. Nächste Frage, die trifft Sie hoffentlich ein bisschen ins Herz, damit Sie mir dann bei der Verteidigung helfen, der Soziologie. Ja, ist die Soziologie tot? Und nun gibt es diese Idee, man könnte sozusagen eine Art Röntgengerät bauen für die Gesellschaft und damit letzten Endes sehen, was verkehrt läuft und warum und letzten Endes eben auch dieses System, die Gesellschaft heilen helfen. Ich meine, soweit ist die Idee, glaube ich, noch
im Großen und Ganzen okay. Und eine Institution, die natürlich hervorgestochen hat mit sehr ambitionierten Projekten, ist das CERN. Und insbesondere ist es die größte Big Data Infrastruktur der Welt, zivile Big Data Infrastrukturen. Deswegen ist die Frage aufgekommen, kann man im Grunde genommen ein CERN für die Sozialwissenschaften bauen, kann man die Regelmäßigkeiten in der Gesellschaft mit ähnlichen Algorithmen aufspüren und dadurch lernen, was eigentlich passiert in der Gesellschaft und warum. Und in der Tat, seit kurzem steht es in der Zeitung, es ist soweit, das CERN spielt Orakel, das heißt, es werden jetzt unsere Daten prozessiert. Ich weiß nicht, wie Sie dort angekommen sind, sicherlich eine interessante Frage. Und da wird also Machine Learning und künstliche Intelligenz auf unsere Daten angewandt und Sie werden später verstehen, was da im Einzelnen passiert. Stephen Wolfram, ja, der hinter Mathematica und Wolfram Alpha, diese Suchmaschine steht und sicherlich eines der Genies des Silicon Valley, meinte, "Humans are more predictable than elementary particles." Wir hatten nur nicht die Daten dafür, Klammer auf, Klammer zu. Und das stimmt dann schon bedenklich, wenn wir jetzt in die gleiche Kategorie einsortiert werden wie Elementarteilchen, obwohl wir Menschen sind. Nun gut, bevor wir uns erregen, schauen wir uns erstmal an, was Big Data kann. Ja? Innerhalb von einer Minute senden wir 700.000 Google-Anfragen, 500.000 Facebook-Posts, wir shoppen, wir bewegen uns, all das produziert Datenspuren, die Auskunft geben über das, was in der Welt passiert. Big Data. Und damit kann man in einer Minute alle Menschen auf diesem Planeten, ja, auch die berücksichtigt diejenigen, die noch nie einen Facebook-Post geschickt haben. So, dann kann man natürlich schon tolle Sachen machen mit diesen Daten. Ja, so nochmal wegen Messfehler fragen, aber wie viel von diesen Dingen sind reale Menschen und wie viel sind Roboter, die wiederum die Systeme stören wollen? Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt mindestens 40% Social Bots in denen. Das ist, glaube ich, ja, der größte Teil der überhaupt geschickten E-Mails. Das wird gar nicht mehr von Menschen. Das ist ein, glaube ich, sehr berechtigter Einwand. Aber jetzt wollen wir es nicht gleich malig machen. Wir werden zur Kritik kommen, zur berechtigten Kritik. Aber jetzt will ich erst ein paar gute Sachen sagen über Big Data. Denn man kann tatsächlich Einsichten gewinnen, zum Beispiel in die Verbreitung von Krankheiten und natürlich damit auch die Bekämpfung von Krankheiten voranbringen. Man kann auch verstehen, wie sich Wissen ausbreitet und wie es erzeugt wird und auch einzelne wissenschaftliche Konzepte oder nicht nur wissenschaftliche Konzepte, sogenannte Memes. Und das ist schon alles sehr interessant. Man kann auch sehen, wie sich die Kultur über die Jahrhunderte und Jahrtausende ausgebreitet hat. Und die Frage, die nun aber aufgekommen ist, ist die Chris Anderson im Grunde genommen gestellt hat. Brauchen wir überhaupt noch Theorie, brauchen wir überhaupt noch Wissenschaft? Wenn wir nur genügend Daten hätten, würde sich da nicht letzten Endes die Wahrheit von selber enthüllen. Das hat er behauptet und leider Gottes haben ihm das viele abgenommen. Also es kam diese Idee auf, wir müssen nur genügend Daten sammeln, dann können wir eigentlich alles wissen. Das ist genau dieser Satz, der zu dieser Datensammelwut geführt hat. Ja? Diese Idee, man könnte jetzt allwissend werden, man könnte eine Kristallkugel bauen, mit der wir sehen können in Echtzeit, was in der Welt passiert an jedem beliebigen Ort und womöglich noch voraussagen, was passieren wird in Zukunft. Und die Frage, die auch gestellt wird von bestimmten Leuten, mit denen wir vielleicht nicht jeden Tag zusammentreffen, aber es gibt sie, ist, könnte man die Welt jetzt durchoptimieren mit all diesen Daten? Könnte man sie optimal reagieren, wie ein weiser König oder ein wohlwollender Diktator? Und
es wundert einen jetzt eigentlich kaum noch, dass es Unternehmen gibt, die den Staat neu programmieren wollen. Ich nannte schon vorher IBM, aber auch Google. Ja, man arbeitet an einem Betriebssystem nicht für Ihren Computer oder Ihr Smartphone, sondern für die Gesellschaft. Ja? Das muss Ihnen klar sein. Eine algorithmengesteuerte Gesellschaft ist auf dem Weg. Und werden Sie sich vielleicht fragen, okay, warum regt er sich jetzt auf? Hat er selber ein CERN für die Sozialwissenschaften vorgeschlagen? Genau genommen Heinz Kutscher, der Präsident der Swiss Academy of Arts and Sciences, hat diesen Begriff, glaube ich, das erste Mal so verwendet. Wir sprachen oft von Innovation Accelerator and Knowledge Collider und solchen Dingen. Aber schauen Sie hier, Creating an Open, Value-Oriented Information System. Das heißt, Offenheit, Partizipation, Werte, ja, standen da immer im Mittelpunkt. Und Sie sehen hier quer über alle Arbeitsbereiche Ethik. Ja, ethische Informationssysteme. Und das ist eigentlich der Bereich, wo am wenigsten Fortschritte gemacht worden sind in der Welt. Es gibt mächtige Informationstechnologien. Die Dinge können, von denen haben wir nicht zu träumen gewagt oder auch nicht Albträume gehabt, aber die gibt es. Und die Frage ist, was wird damit gemacht werden? Dual Use, ja, mächtige Instrumente können natürlich auch missbraucht werden. Jedes Tool kann missbraucht werden und jedes Tool wird missbraucht. Das heißt, wie können wir das verhindern letzten Endes? Ist das ein real existierendes Flagship-Projekt? Nein, das ist nachher abgelehnt worden. Es hieß dann, es ist nicht realisierbar und die Wissenschaftlichkeit wurde eben, weil es oft so präsentiert wurde als Orakel und als Kristallkugelprojekt, was nie unser Anliegen und unser Konzept war, ist es abgelehnt worden. Aber in Wirklichkeit, wie Sie jetzt gesehen haben, ist es im Schatten des Lichtes der Öffentlichkeit vorangetrieben worden, aber eben ohne Ethik und ohne politische Kontrolle, wie es scheint. Ja. So, warum muss man das ernst nehmen? Weil es eben solche Zitate gibt, wie von Google-Gründer Larry Page. Es gibt eine Menge Dinge, die wir gerne machen würden, aber leider nicht tun können, weil sie illegal sind, weil es Gesetze gibt, die sie verbieten. Wir sollten ein paar Orte haben, wo wir sicher sind, wo wir neue Dinge ausprobieren, herausfinden können, welche Auswirkungen sie auf die Gesellschaft haben. Und das wurde immer angenommen, da spricht man von internationalen Gewässern, wo dann irgendwelche Google-Server schwimmen außerhalb des internationalen Rechtswesens. Und jetzt stellt sich heraus, es findet wohl am CERN statt, was eben extraterritorial ist. Das heißt, da herrscht eben auch kein nationales Gesetz. Und ich weiß nicht, welches Gesetz da überhaupt herrscht. Das heißt, wir müssen hier fundamentale Fragen stellen. Das heißt, was machen wir nun? Ja, ich sage nicht, das muss man sofort abschalten, aber ich denke, wir müssen halt hinschauen. Es braucht Transparenz, es braucht demokratische Kontrolle. Wir müssen eine wissenschaftliche Verwendung dieser Daten sicherstellen. Und wir können nicht zulassen, dass nur Physiker und nur Computerwissenschaftler sozialwissenschaftliche Forschung betreiben. Da müssen Sozialwissenschaftler sitzen, müssen Leute sitzen, die sich mit Ethik auskennen, mit rechtlichen und wirtschaftlichen allen möglichen Implikationen. Ja, das muss sichergestellt werden. Die Einhaltung der Menschenrechte und Missbrauch muss vermieden werden und ja, der Schaden, der mögliche, muss eingegrenzt und auch entgolten werden. Irgendjemand muss Verantwortung übernehmen für das, was da passiert. Es braucht Accountability. Und das sage ich aus gutem Grunde, denn diese Vorstellung, dass mehr Daten automatisch mehr Wissen und mehr Wissen automatisch mehr Macht und mehr Macht automatisch mehr Erfolg bedeutet, diese Formel funktioniert leider oft nicht. Und das werde ich Ihnen hier zeigen. Ja. Google Flu Trends wurde oft als Musterbeispiel von Big Data Analytics angepriesen. Es stellt sich heraus, es ist überhaupt nicht so gut wie versprochen.
hier veröffentlicht, das war Nature oder Science. Und eine Sache, die stutzig machen sollte, ist, dass unter dieser Top 10 oder ich glaube auch Top 20 Liste der lebenswertesten Städte der Welt keines der Länder ist, die wir unter die führenden IT-Nationen zählen. Ja? Sie versprechen uns immer das Paradies auf Erden, aber Sie sollen es doch bitte erstmal zeigen. Und wenn nicht für ein ganzes Land, dann wenigstens für eine einzige Stadt, sagen wir San Francisco. Und wenn ich das dann gesehen habe, dieses Paradies auf Erden, dann bin ich gerne bereit zu sagen, ne, dann machen wir es auch anderswo. Aber da sind wir noch lange nicht. Und zwar, weil mehr Daten eben nicht mehr Wissen bedeutet. Ja, mehr Daten bedeutet eben auch mehr Scheinkorrelation. Wenn wir in den Himmel schauen, dann glauben wir, dort Muster zu sehen, denen manche Leute eine Bedeutung zuordnen, Stichwort Astrologie, die wissenschaftlich natürlich höchst fragwürdig sind. Und man findet in diesen Daten natürlich alle möglichen Korrelationen, wie diese, ja, Anzahl der Massenmörder in Abhängigkeit vom Schokoladenkonsum. Und dann würde man also daraus schließen, es ist sehr gefährlich, in der Schweiz zu leben. Und man müsste im Sinne von Predictive Policing dann am besten alle Leute, die viel Schokolade essen, vorsorglich einsperren. Ne? Um das jetzt noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Ja, das ist natürlich nichts anderes als das Level, auf dem Astrologie stattfindet. Das ist nicht Wissenschaft, ja, das muss man deutlich sagen. Gibt es alleine zwischen Bierkonsum und Demokratieniveau? Ja, da gibt es einige Korrelationen. Nun gibt es natürlich auch eine Korrelation zwischen Waldbränden und Anzahl der Kinder, die Eis essen. Ja? Ganz klar, wenn es außen heiß ist, dann passieren beide Dinge, aber das hat einen externen Faktor. Und wenn Sie Predictive Policing betreiben und sagen, okay, wir sehen da ein Muster und wir reagieren darauf, dann müsste man diese Kinder einsperren, weil anscheinend produzieren die Waldbrände. Ja? Also wieder auf dem Level von Astrologie, aber Pre-Crime ist leider zum Teil auf diesem Level. Ich muss das wirklich geißeln. Anderes Beispiel. 23andMe, es gibt da auch Links zu Google, das ist aber eine eigene Firma, brachte diesen Gentest heraus. Ja? So nach dem Motto, sie haben diese Wahrscheinlichkeit, diese und jene Krankheit zu bekommen. Das war, was man zurückbekam. Und das hat dazu geführt, dass Leute wie Angela Jolie diesen Test haben machen lassen und schließlich sich in der Folge der Ergebnisse die Brüste habe abnehmen lassen, weil sie dachte, sie wird Krebs bekommen. Ja? Und das wurde groß herausgebracht, so nach dem Motto, okay, das müssen wir jetzt alle machen. Ja? Alle müssen so zum Gentest machen und vorsorglich eingreifen. Nun ist es aber so, dass es höchst fragwürdig ist. Und aus diesem Grund wurde dieses Produkt auch vom Markt genommen. Die Gesundheitsbehörde macht sowas nicht offen. In Amerika sind die Behörden zurückhaltend. Aber ja, was wissenschaftlich aussieht, ist halt hier leider großer Quatsch. Und das ist eben auch äußerst bedenklich, weil man jetzt eben anfängt zu sagen, können wir nicht irgendwie Krankheiten aussortieren noch im embryonalen Stadium, machen wir den Gentest schon dann und Leute, also wenn das genetische Material nicht perfekt ist, dann lassen wir diese Menschen gar nicht mehr leben. Ja, das heißt, es wird sofort abgetrieben. Das sind Diskussionen, die stattfinden und die ich äußerst bedenklich finde. Vor allen Dingen angesichts auch dieser Tatsache, dass sich nun herausgestellt hat, manche Leute haben schwere Gendefekte. Ja, das heißt, der Gentest sagt, sie müssten todkrank sein. Und trotzdem gibt es welche, die absolut gesund sind. Ja? Und das wirft also schwerwiegende ethische Probleme auf. Und insbesondere ist es natürlich so, dass bei diesen Verfahren immer Fehler auftreten, Fehler erster Art, Fehler zweiter Art, Fehlalarme und Alarme, die nicht losgehen. Und insofern muss man wirklich aufpassen, dass hier wissenschaftliche Standards, auch Signifikanz und so weiter eingehalten werden. Und
Ich glaube, in Big Data Analytics läuft da manches drunter und drüber, ist ein bisschen wie Wilder Westen und das muss jetzt unbedingt schnellstens auf ein vernünftiges Maß zurückgestützt werden, vor allen Dingen in eine richtige, konstruktive Richtung entwickelt werden. Der Weiße König wäre auch am Ende gar nicht so erfolgreich, wie man denkt. Das Problem ist nämlich, dass es eben mehr Daten gibt, als man prozessieren kann. Die Kluft zwischen der Datenmenge und Prozessierbarkeit wird immer größer. Der Prozentsatz der Daten, die wir prozessieren können, immer kleiner. Wir müssen also wissen, wo wir hinschauen müssen. Das braucht Wissenschaft. Ja? Ansonsten passiert uns dieser Taschenlampen- oder Flutlicht- oder Schlaglichteffekt. Wir sehen die Dinge, die wirklich wichtig sind, nicht. Ja? Die Finanzkrise, die auf uns zukam. Natürlich gab es Daten. Wir haben einfach nicht hingeschaut. Der arabische Frühling, die Krise in der Ukraine. Auf Ebola haben wir viel zu spät reagiert. Es gibt viele Beispiele. Und mehr Wissen bedeutet auch nicht unbedingt mehr Macht. Ja, es stimmt schon. Es gibt Firmen wie Recorded Future, die zeichnen Daten über uns alle auf und versuchen unser Verhalten vorauszusagen. Sie behaupten, zu 90% der Fälle geht das. Ja? Regelmäßige Wochenzyklen, vielleicht nicht Wissenschaftler, aber doch viele Menschen. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir die Gesellschaft voraussagen können, denn Interaktionen können alles verändern. Wissen wir genau, eines Tages begegnen wir den Menschen unseres Lebens, wir verlieben uns, das ändert alles. Ja? Und wenn Sie jetzt ein einflussreicher Politiker oder Wirtschaftsmanager sind, verändert das auch die Welt. Und das ist der Grund, warum Top-Down-Kontrolle eben nicht gut funktioniert. Und hier sieht man ein schönes Beispiel. Das einzelne Auto kann man zwar gut steuern, aber den kollektiven Effekt nicht. Das heißt, wir bekommen hier Stop-and-Go-Bällen. Selbst wenn wir die Gedanken jeder dieser Autofahrer lesen können, können wir es nicht verhindern. Wir würden zwar sehen, dass das passiert, aber was hilft uns das? Ja? Die Modelle über diese Phänomene sagen, wir müssen gar nichts über die Psychologie der Fahrer wissen oder sehr, sehr, sehr wenig. Es gibt mathematische Gleichungen, die sagen, wenn die Dichte ein bestimmtes Maß überschreitet, dann schaukeln sich kleine Störungen auf. Und das heißt, es handelt sich hier um eine systemische Instabilität und das führt zu diesem Problem. Und diese Instabilitäten führen zu anderen Problemen, die wir in unserer Gesellschaft noch nicht gelöst haben. Zum Beispiel Tragödien der Allgemeingüter, Überfischung, Ausbeutung von Ressourcen, Umweltverschmutzung und so weiter und so fort. Auch hier wäre Kooperation ein wünschenswerter Zustand für alle, aber wie der freie Verkehr bricht diese Kooperation oft zusammen, sie erodiert und es kommt zu dieser Tragödie der Allgemeingüter. Systemische Instabilität auch in vielen Lieferketten, in unserer Weltökonomie, in Kriminalität, Crowd-Disasters verursachen sie, da möchte keiner jemanden anders umbringen in der Regel und trotzdem können Dutzende oder Hunderte von Leuten schrecklicherweise sterben. Das System gerät außer Kontrolle. Auch Konflikte, ein schönes Beispiel, und wir kennen es natürlich im privaten Umfeld, viele Scheidungen sind natürlich das Resultat nicht einer Planung, sondern da ist etwas außer Kontrolle geraten und das geschieht auch zwischen Kulturen und zwischen Ländern leider und schließlich auch Revolution. Ich habe da jetzt schnell durchgeklickt. Für all diese Dinge gibt es mathematische Modelle und wir haben darüber publiziert und so weiter und so fort. Wenn Sie es interessiert, schicke ich es Ihnen gerne zu. Und oft macht die Lage ein Kaskadeneffekt unkontrollierbar. Eine kleine lokale Störung kann das gesamte System durcheinander bringen. Und das bedeutet heutzutage unter Umständen, es kann ein globales Problem verursachen, wie das eben der Fall war bei der Finanzkrise. Lehman Brothers ging pleite und in der Folge gingen Hunderte von anderen Banken pleite. Es hat einen Verlust von Hunderten von Milliarden verursacht. Ja, aus meiner Sicht falsches Systemdesign, so sollte es nicht sein. Wir haben es immer noch nicht im Griff. Große Schande eigentlich. Und mehr Macht heißt noch lange nicht mehr Erfolg. Ja? Keine Frage, Amerika ist
die mächtigste Nation des Planeten, aber nach dem 11. September war die Lage nicht in den Griff zu bekommen. Weder in Afghanistan noch in Irak. Die Konflikte haben sich ausgebreitet in der Region heutzutage. Wir haben ein Riesenproblem in Syrien und mit Syrien. Terrorismus verbreitet sich und eine Migrationskrise. Das ist ein Kaskadeneffekt, der hat sich über Jahre hinweg ausgebreitet. Und die Frage ist, wann kriegen wir das endlich zum Stoppen? Denn wenn wir es nicht stoppen können, dann kommt eben am Ende womöglich der Krieg. Ja, die Frage ist, wenn Big Data das noch nicht alles gelöst hat, ja, kann dann künstliche Intelligenz das lösen? Und in der Tat ist es so, dass jetzt viele Experten erwarten, dass durch diese exponentielle Beschleunigung der Leistungsfähigkeit Computer in etwa 20 Jahren die menschliche Kapazität übersteigen werden. Und es gibt dann Leute an der Singularity University zum Beispiel, die sagen, dann lösen sich quasi alle Probleme wie von selbst. Ja? Wir sind einfach zu dumm dafür und irgendwann ist die Superintelligenz so weit, die macht es dann für uns. Also legen wir sozusagen unser Vertrauen und unsere Macht in die Hände dieser Superintelligenz, Stichwort IBM Watson for President, und dann wird alles gut. Ja, es stimmt schon, Computer sind die besseren Schachspieler, in vielen Bereichen bessere Arbeiter, wahrscheinlich auch bessere Fahrer. Es gibt jetzt dieses IBM Watson-System im medizinischen Bereich und oft sind die Diagnosen wahrscheinlich besser als von Ärzten. Das System kann auch viele Fragen schneller und besser beantworten, Fragen, die aber vorher von irgendjemandem beantwortet worden sind, ist klar. Und es stellt sich also jetzt die Frage, die ich in einem neuesten Buch stelle, nach der Automatisierung von Fabriken und von Autos steht uns jetzt die Automatisierung der Gesellschaft bevor. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Könnte die Gesellschaft betrieben werden wie eine gigantische Maschine? Ja? Könnten wir jetzt lernen, was all diese Einzelteile sind? Sie und ich und die Fabriken und die politischen Parteien und so weiter. Und wie diese Rädchen funktionieren und wie man sie manipulieren kann. Könnte eine riesige, lernfähige Maschine lernen, das zu tun? Und man versucht es. Und die Idee ist die kybernetische Gesellschaft 1970er Jahren in Chile das erste Mal ausprobiert, damals noch mit Fabriken, aber es gab noch den Störfaktor Mensch. Und am 11. September 1973 wurde dieses Regime zu Fall gebracht. Aber die Idee hat überlebt, zum Beispiel in Singapur. Dieser Staat sieht sich als soziales Labor, werden viele Dinge ausprobiert, sie werden gleich verstehen, was. Und heutzutage verwendet man oft Deep Learning Algorithmen, die in Daten aller Art Strukturen erkennen. Die werden auch verwendet, um zu lernen, was sie tun, warum sie das tun und wie sie manipuliert werden können. Das wird mit allen unseren Daten gemacht. Das ist einer der Gründe, warum all diese Daten über uns gesammelt worden sind. Vergessen Sie mal den Terrorismus. Ja? Man hat da ganz andere Dinge im Sinne. Und zwar nämlich die Manipulation unserer Aufmerksamkeit, unserer Entscheidungen und unseres Verhaltens mit personalisierter Information. Ja? Wenn Sie googeln, bekommen Sie was anderes wie andere Leute. Wenn Sie Ihr Handy benutzen, bekommen Sie andere Empfehlungen als ich. Und das ist auf Sie zugeschnitten. Und wenn man sich Bilder wie diese anschaut, dann könnte man schon denken, ja, bis zu einem gewissen Grad sind wir vielleicht schon ferngesteuert. Das ist ein bisschen provokativ, gebe ich zu, aber wir müssen es im Auge behalten. Ja? Zeitungen haben das jetzt langsam begriffen und Fernsehen, wenn Algorithmen die Kontrolle übernehmen, Maschinen übernehmen die Macht im Internet, sind wir schon vom Computer gesteuert. Leider Gottes nicht ganz von der Hand zu weisen. Natürlich gilt das nur zum Teil, aber ja, werden wir immer mehr zu Marionetten. Und das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen.
Die Wissenschaft, die dahinter steckt, ist der Behaviorismus. Eigentlich outdated, ja, völlig outdated. Aber was hat man damals gemacht? Man hat Tiere in diese Skinnerboxes gesetzt, man hat ihnen Anreize wie Futter oder Bestrafung, elektrische Schläge verpasst, damit sie bestimmte Sachen machen oder nicht machen. Also Konditionierung ist das Stichwort oder Programmierung könnte man vielleicht sogar sagen. Und die Skinnerbox von heute für Menschen ist die Filterbubble. Das heißt, wir werden im Grunde genommen in einer Informationsblase eingesperrt, die für uns gebaut worden ist, die uns die Welt auf eine bestimmte Art und Weise präsentiert. Und damit kann man uns beeinflussen. Und das ist nicht nur für die personalisierte Werbung interessant bei Google und elsewhere, sondern auch für die Politik. Und da nennt es sich Big Nudging. Nudging kombiniert mit Big Data über uns, die es eigentlich nicht geben sollte. Und die verwendet werden, um letzten Endes öffentliche Meinungen zu beeinflussen, aber auch Wahlen zu beeinflussen. In bestimmten Ländern ist das bekannt geworden. Das ist also tatsächlich so, dass das jetzt quasi die Demokratie in den Grundfesten erschüttern kann. Ja? Das Problem, was ich sehe, ist, wenn wir in dieser Filterbubble eingesperrt sind, dann sehen wir bestimmte Dinge einfach nicht mehr. Wie sollen wir tatsächlich richtig innovativ sein und mit Lösungen daherkommen, die bestehende Lösungen in Frage stellen? Vor allen Dingen, wo wir doch so herausgefordert sind von allen möglichen Problemen in der Welt. Dann gibt es das Problem der Polarisation, verbunden mit diesen Filterbubbles. Das heißt, hier wird die soziale Kohäsion der Gesellschaft eigentlich untergraben. Das ist natürlich nicht bewusst, das ist ein Nebeneffekt, muss man aber ernst nehmen. Die Polarisation in der Gesellschaft nimmt eindeutig zu. Das ist ein großes Problem. Und natürlich, wenn unser Denken so stark gesteuert ist, wir nur reflexiv reagieren und noch nicht mehr merken, dass wir beeinflusst werden, wird das kritische Denken auch untergraben. Ja, das ist ja alles so schön bequem, das gebe ich ja zu, aber ist das wirklich gut für die Gesellschaft? Und dann kommt noch die nächste Frage, tut ja nicht weh, könnte man sagen. Ja, alle sind glücklich, es ist ja so bequem, wie ich schon sagte, aber es ist halt kein perfektes System. Ja, wenn man damit alle Leute gesund machen könnte und dazu bringen könnte, dass sie sich umweltfreundlich verhalten, nicht mehr so viel fliegen, nicht mehr so viel Auto fahren und so weiter, wäre es ja schön. Das heißt, man braucht letzten Endes härtere Mittel, um die Leute dazu zu bringen, dass sie das tun, was dieser wohlwollende Diktator gerne von ihnen hätte. Und personalisiertes Pricing ist natürlich ein Reward and Punishment Mechanismus potenziell und damit kann man Leute tatsächlich dazu bringen, bestimmte Sachen zu machen oder nicht. Und das geht noch einen Schritt weiter bei diesem Citizen Score, der in China schon ausprobiert wird. Das heißt, da bekommt jeder Bürger Plus- oder Minuspunkt für das, was er tut oder was er lässt. Ja? Und auch für das, was die Freunde und Bekannte tun oder lassen. Und das entscheidet dann darüber, ob man bestimmte Jobs bekommen kann, was man bezahlen muss für seinen Kredit und ob man ein Reisevisum in ein bestimmtes Land bekommt oder nicht. Das heißt, da ist man dann tatsächlich in diesem digitalen System gefangen und eigentlich eine Art digitaler Sklave, weil man sich eigentlich nicht mehr leisten kann, Dinge zu machen, die der Politik missfallen. Denn auch ihre politische Meinung geht in diesen Score ein, das weiß man. Solche Verfahren sind auch im Westen im Einsatz, und zwar auf Flughäfen. Das vorher auch schon gab als Arbeitsbuch in China und das AUKU-System, was ich nur jetzt vielleicht digitalisiert. Ja, die Frage ist, macht es das besser? Wie weit ist das fortgeschritten? Genau, also wir haben ähnliche Systeme, zum Beispiel an Flughäfen. Alles, was irgendwie nicht durchschnittliches Verhalten ist, also auffällt, ist als alarmierender Faktor aufgezeichnet, sie könnten ja ein Terrorist sein, also insofern, wenn sie gähnen, wenn sie lachen, wenn sie sich die Haare bürsten, das alles gibt Minuspunkte, weil das nicht dem Durchschnitt entspricht. Man ja, weiß inzwischen, auch, dass Selbstmordverhütung im U-Bahn. Ja. Na, dass eine Kamera erkennt, dass jemand sich seltsam verhält und mit hoher Wahrscheinlichkeit davor steht. Ja, die Frage ist halt, was sind sozusagen die Neben
Effekte davon und ist es überhaupt wissenschaftlich fundiert? Und die Erfahrung zeigt, es funktioniert eigentlich nicht gut. Trotzdem wird das gemacht. Ja? Und man geht heutzutage noch einen Schritt weiter. Predictive Policing, die Leute haben noch gar nichts angestellt und trotzdem werden sie unter Umständen in Gewahrsam genommen und die Gefängnisstrafe hängt auch von der Prädiktion von Algorithmen ab. Ja? Das hat also mit unserem Gerechtigkeitsbegriff nichts mehr zu tun. Denken Sie an die eisessenden Kinder. Ja? Und es hängt dann auch noch von Ihren Nachbarn ab. Und was die machen, haben Sie ja nun wirklich nicht unter Kontrolle. Zumindest wollen wir da nicht wieder hinkommen. Das heißt, wir könnten alles verlieren. Ja? Freiheit, Menschenwürde, die Annahme der Unschuld, Gerechtigkeit, Pluralismus, Demokratie und so weiter, unsere Jobs und, wie ich gleich zeigen werde, sogar unser Leben. Denn die Wurzel alles Übels ist eigentlich diese mangelnde Nachhaltigkeit. Ja? Wir verbrauchen mehr Ressourcen, als der Planet bereithält. Das kann auf die Dauer nicht gut gehen. Und die erste Studie, die das wirklich hervorgehoben habe, Limits to Growth, sehr kontrovers diskutiert. Ja, viele Leute haben gesagt, das glauben wir nicht, alles Blödsinn. Der Präsident in den Vereinigten Staaten hat dann seine eigene Studie in Auftrag gegeben, Global 2000, wurde dann aktualisiert. Und das sind die Voraussagen. Ja? Das heißt, wir werden hier einen Einbruch der Ökonomie finden und auch einen Einbruch der Population. Das heißt, ein, zwei, drei, was weiß ich, wie viele Milliarden Menschen werden sterben, ja? Wenn diese Vorausrechnungen stimmen. Und bisher liegen sie wohl nicht so schlecht. Ich sage trotzdem, man muss es mit Vorsicht genießen. Aber wenn Sie sich anschauen, wie sich dieser Planet verändert hat, dann muss man sagen, das sieht wirklich nicht gut aus. Wir haben ein Problem mit Phosphor, mit Stickstoff, mit Wasser. Alles wird gebraucht, um Nahrungsmittel herzustellen. Also wir könnten hier wirklich in Teufels Küche kommen. Und das erklärt auch The Race to the Mars, dass jetzt plötzlich NASA und Elon Musk und Google und so weiter alle zum Mars wollen. Ja, man muss jetzt die Globalisierung vorantreiben, um neue Ressourcen zu erschließen. Sonst geraten wir in diese Situation, wir müssen zu sterben lernen in diesem Anthropozän. Es muss uns klar sein, mit der Verwendung von Öl ist die Weltbevölkerung ein Sechsfaches gestiegen innerhalb von 150 Jahren. Wenn wir jetzt also weniger Öl und Gas und Kohle verbrauchen dürfen, weil wir den Klimawandel zurückfahren müssen oder einschränken müssen, dann bedeutet das, wir können da in Probleme geraten. Wie viele Leute kann dieser Planet noch verkraften? Das ist die eigentliche Frage. Carrying Capacity. Und da kann es eben tatsächlich schwerwiegende Instabilitäten geben und all diese Datensammelei und Überwachung und was es alles gibt, das hängt halt damit zusammen, dass man wohl damit rechnet, dass die Lage außer Kontrolle geraten könnte und man letzten Endes eben da in Notlagen hineingerät, die man dann noch einigermaßen managen können möchte. Und wenn es tatsächlich so ist, dass der Planet nicht mehr 7, 8 oder 9 Milliarden Menschen verkraftet, dann können diese Dinge passieren. Ja? Und ich finde, nichts von dem, was da oben steht, ist in irgendeiner Art und Weise akzeptabel, sondern wir brauchen wirklich einen neuen Ansatz, ein neues Organizational Framework für unsere Wirtschaft und Gesellschaft. Und das ist die Demokratie 2.0 und der Kapitalismus 2.0. Nicht der Kommunismus und nicht der Feudalismus und nicht der Faschismus. Und warum? Weil wir Innovation brauchen, um diese Krise zu bewältigen. Viel mehr Innovation denn je. Und wir wissen, Freiheit fördert Innovation und Kreativität. Und auch in der Wirtschaft ist es so. Mehr Diversität bedeutet, die Wirtschaft läuft besser. Und alle top-down gesteuerten Systeme neigen dazu, Diversität zu reduzieren. Ja, also das müssen wir meiner Meinung nach bauen. Ich sehe schon, es wird auf die Uhr geguckt, ich drücke ein bisschen aufs Gas.
Sie finden mehr Videos in dem Future ICT YouTube-Kanal. Wir brauchen wirklich einen neuen Ansatz. Ich beziehe mich da auch auf Albert Einstein, der sagte, wir können die Probleme nicht mit demselben Denken lösen, das sie verursacht hat. Aber es gibt Alternativen, es gibt neue Ansätze, die kompatibel sind mit Selbstbestimmung, Demokratie und Freiheit. Und das sind verteilte Daten, Speicherung und Kontrolle. Und wir arbeiten daran. Das NervousNet, seine Internet der Dinge-Plattform, die dezentral aufgebaut ist und die letzten Endes unter anderem Smartphones verwenden kann, damit wir alle zusammen als Bürger Daten sammeln können, so einen eigenen Datenschatz aufbauen, den wir dann auch kontrollieren. Denn heutzutage haben wir ja oft die Daten gar nicht, die wir gerne hätten. Die hat Google oder Facebook oder der Staat. Und warum schaffen wir jetzt nicht unseren eigenen Datensatz? Das können wir jetzt machen, ich drücke aufs Gas. Aber wir sollten so machen, dass es ein vertrauenswürdiges System ist, wo der Bürger in Kontrolle darüber ist, was für Daten produziert werden, ob sie geteilt werden mit anderen, welche Daten geteilt werden. Also die Idee ist, das Internet der Dinge als Bürgernetzwerk zu betreiben. Und damit kann man dann tolle Sachen machen. Man kann tatsächlich die Lage der Welt gemeinsam, kollektiv messen, das Bewusstsein über die Lage verbessern, die Wissenschaft vorantreiben und selbstorganisierende Systeme unterstützen. Also nicht die Top-Down-Steuerung von allem, sondern eine Bottom-Up-Automatisierung, wo Kreativität und Innovation und Entrepreneurship Platz haben. Und dafür ist, glaube ich, auch noch als Erweiterung das, was ich ein Finanzsystem 4.0 nenne, sehr hilfreich. Denn da geht es darum, diese digitale Wüste, die wir heutzutage in Europa haben, ja, wo es kaum Firmen gibt, die irgendwie groß auffallen. SAP gibt es und Amerika natürlich die großen Riesen. Das zu verwandeln in ein digitales Ökosystem, von dem alle profitieren und zu dem alle beitragen können. Und das kann man, glaube ich, machen. Das braucht uns insbesondere auch aus meiner Sicht ein neues Finanzsystem. Wir wissen, das jetzige funktioniert nicht gut. Es werden Billionen reingepumpt von oben. Die Investitionen nehmen aber nicht in dem Maß zu, wie es erwünscht wird. Die Wirtschaft, der Motor der Wirtschaft ist nicht wieder angesprungen bisher. Die Maßnahmen der EZB werden immer verzweifelter. Es wird jetzt über Helikoptergeld gesprochen. Das heißt, das Geld von unten ins System hineinzuspeisen. Und ich glaube, das sollte man durchaus versuchen. Denn nach oben steigt es von alleine. Und dabei fließt es dann an allen vorbei. Der Vorschlag, den ich zu machen habe, ist, dass das Geld nicht automatisch auf unserem Konto landen würde, sondern dass wir es erzeugen würden durch Sammeln von Daten über den Zustand unserer Umwelt. Und es gäbe verschiedene Arten von Geld, die verschiedene Dinge bewerten. Ja? Soziale Wünschbarkeit, ökologische Wünschbarkeit und dann wiederum verschiedene Dimensionen, Lärm, verschiedene Giftstoffe und so weiter. Aber auch positive Dinge könnte man bewerten und damit könnte man letzten Endes die Entstehung einer Kreislaufwirtschaft dramatisch beschleunigen. Wir können jetzt mit dem Internet der Dinge die Externalitäten endlich messen, gemeinsam im Grunde genommen, und wir können darauf ein neues Incentive- und Austauschsystem aufbauen, das eben den besseren Umgang mit der Umwelt fördert und auch das bessere Zurechtkommen zwischen Menschen verschiedener Art. Und das kann jetzt gebaut werden durch Kombination von Internet der Dinge mit Fintech, das ist eine Finanztechnologie wie Bitcoin-Technologie. Bitcoin erzeugt Geld bottom-up, das geht jetzt. Man kann das bauen und man muss die Komplexitätswissenschaft mit berücksichtigen. Also zusammenfassend, wir müssen wirklich aufpassen, dass hier nicht schreckliche Dinge passieren. Wir brauchen einen neuen Ansatz, einen Paradigmenwechsel. Ich denke, wir brauchen ein Upgrade von Kapitalismus und Demokratie mit den technologischen Möglichkeiten, den Daten, die jetzt zur Verfügung stehen. Aber das Paradigma für die Zukunft ist aus meiner Sicht nicht die eine große, zentral gesteuerte Maschine,
als Gesellschaft, als Maschine, sondern letzten Endes ein vernetztes System von vielen koordinierten, aber verteilten und weitgehend autonomen Prozessen, also selbstorganisierenden Prozessen, die miteinander koordiniert werden. Ein dezentralisiertes System. Und um jetzt nochmal positiv zu enden, ist die Privatsphäre tot? Noch nicht, es besteht Hoffnung, es gibt dieses neue Datenschutzgesetz. Ja. Es war natürlich ein episches Battle und jetzt geht es um die Auslegung davon und dieser Battle ist noch nicht zu Ende. Es gibt auch Kräfte, die jetzt sehr stark wieder pushen in Richtung digitaler Demokratie, also die Demokratie neu zu erfinden mit digitalen Mitteln. Und ob die Soziologie tot ist oder nicht, würde sagen, das hängt jetzt von Ihnen ab, von uns allen. Ja, ich denke, wir sollten die Schlacht nicht geschlagen geben, wir sollten nicht den Brute Force Big Data treiben, hier das Feld überlassen, sondern es ist wichtig, dass jetzt endlich die Wissenschaft wieder ins Spiel komme und dass die Wissenschaftler sich auch in die öffentliche Diskussion einmischen. Und ich sage Ihnen, diese Diskussion, die wird mit allen Mitteln ausgetragen. Ja? Mein letzter Blog genau über die Demokratie 2.0 und Kapitalismus 2.0 hat offensichtlich ins Wespennest gestochen und seitdem prasselt alles Mögliche auf mich herab. Das heißt, hier wird wirklich mit allen Mitteln und mit harten Bandagen gekämpft. Aber ich denke, wir müssen letzten Endes uns einsetzen für eine gute Zukunft der Gesellschaft und für die Demokratie. Sie hat aus meiner Sicht nicht ausgedient. Vielen Dank. Thank you.